Jo, servus Leute, was geht? Willkommen zum nächsten kommentierten Gameplay von mir. Und heute mal ein bisschen gut gelaunt, denn heute ist ein schöner Tag und da dachte ich mir, machst du mal ein schönes Commentary für meine schönen Abonnenten, weil ihr so schön seid. Jo, was kriegt ihr heute hier zu sehen? Heute gibt es ein bisschen MB2 mit der Barrett. Ein bisschen rumgesniped wird heute hier und da dachte ich mir so, da darfst du nicht fehlen. Wo chillt sich der Maxi hin? Genau, auf den Flugzeugträger. Da, wo ihn niemand sieht, da, wo man niemand runterholen kann. Der Plan ging leider. Aber wir werden sehen, wie der Plan aufgeht. Jo, gut zu den Perks. Fingerfertigkeit, Feuerkraft und Kommando. Nicht, weil ich so viele Leute mit meinem Taktikmesser knifen will, wie ein Gelähmter und über die ganze Map. Nö, einfach nur, weil ich gerne irgendwo runterspringe und Trickshot mache. Jo, was gibt's denn heute so zu erzählen? Ja, ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für euch. Ihr braucht mal wieder eure Dröhnung Maxi, die braucht jeder. Und da habe ich mir gedacht, das Gameplay eignet sich. Du bist gut gelaunt, hast gerade eine geraucht, bist fast aus dem Fenster geflogen. Ja, ich bin letztes Mal aus meinem Fenster geflogen beim Rauchen. Jeder sagt, Rauchen ist tödlich, jetzt weiß ich auch warum. Ja, ja, hier rettet mir Kommando ganz gediegen das Leben. Was gibt's heute so zu erzählen? Ja, kleine Real-Life-Story. Weiß nicht, ob es euch interessiert, ist ja auch egal, ist ja mein Commentary. Ich war heute in der Schule wie jeder von euch und ich habe meine Schule leider noch nicht fertig. Ja, aber bald habe ich sie fertig und dann geht's an die Ausbildung. Ja, das wird super toll. Ausbildungsplätze finden sind immer sehr einfach in München, weil das ist so eine riesige Kleinstadt. Nee, Spaß. Habe ich mir gedacht, wir hatten eine Vertretungsstunde und ja, was macht man in der Vertretungsstunde in der letzten Stunde, statt dass die Lehrer einfach ausfällt und wir nach Hause gehen dürfen? Nö. Lasst uns der Lehrer da. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich die klassischen Schulspiele gespielt, die vermutlich jeder von euch kennt. Wir haben Blitzkrieg gespielt. Ich meine, müsste eigentlich allen bekannt sein. Ich erkläre es nochmal. Einer ruft Blitzkrieg, die anderen sprinten quasi unter ihren Tisch und verstecken sich. Macht überhaupt keinen Sinn, ist aber ziemlich lustig. Stuhlrennen müsste sich auch vom. Eigentlich müsste sich das ergeben. Und natürlich Autoscooter. Man haut mit den Tischen andere Leute, was ziemlich lustig aussah. Vor allem, wenn man so wie ich daneben saß und einfach nur sich den Arsch abgelacht hat. Ja, das war zu meinem heutigen Schultag. Mein Lehrer ist immer noch ein Arschloch, aber diese Story werde ich vielleicht ein anderes Mal eingehen, denn ich muss oft nachsitzen wegen Dingen, weswegen andere Leute niemals in ihrem Leben nachsitzen müssten. Entschuldigung. So, was gibt's noch so zu sagen? Ja, ich bin ein bisschen gut drauf. Warum bin ich gut drauf? Morgen wird ins Kino gedüst. Mal gucken, wie das so wird. Mal gucken, was er da so reißen kann, der liebe Maxi, ne? Nein, Spaß. Maxi reißt immer was. Maxi ist Player. Kann jeder bezeugen. Ja. Nein, Spaß. Ich habe ja eine Freundin. Und deswegen werde ich dann nicht so viel treiben. Sorry. Auf jeden Fall. Ja, hier werde ich ganz ärgerlich von einem Hardscoper getötet. Aber die Kill habe ich weggedrückt. Auf jeden Fall, was gibt es so zu sagen? Also, was mir hier auffällt in MW2, das AC geht hier viel besser ab als in MW3. Ich habe in MW3 schon den 1000er AC-Titel. Ist nicht so besonders. Aber es hat doch erheblich lange gedauert, da das AC sehr schwach geworden ist. Es dauert auch nicht mehr irgendwie so lange, irgendwie habe ich das Gefühl. Es sind zwar beides 40 Sekunden, glaube ich, aber du bist trotzdem irgendwie schneller aus der Luft und du kannst die Gegner auch nicht so gut killen, was ein bisschen annervt. Jo, in nächster Zeit werde ich wieder viel mehr bringen. Ich werde meine Let's Feed-Folgen mal weiterführen. Es ist klar, dass in letzter Zeit nicht so viel gekommen ist, weil ich ein bisschen. Ja, ein bisschen mich auf Schule konzentriert habe. Lüge, Lüge, Lüge. Nee. Ich hatte einfach nicht so viele Themen, wo man besprechen kann und dann ist es ein bisschen dumm. Und jetzt sitze ich hier und dachte mir, machst du mal ein Commentary? Und hier, bam, stirbst du. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Eigentlich gibt's schon gar nichts mehr so fast zu erzählen. Ich werde mir mal ein paar Themen überlegen. Ich hoffe, vielleicht hat einer von euch ein Thema, das ich ansprechen werde. Ich werde morgen, glaube ich, ein Thema hochladen, das ich mir schon lange überlegt habe, aber mir das Gameplay dazu fehlt und ich dieses Gameplay jetzt hier schon verbrauche. Und hier, pass auf, pass auf, pass auf. Wo ist der vierte, wo ist der vierte? Oh, schade, kein Quad-Feed. Wäre eigentlich ganz lustig geworden. Und ich habe heute meinen Black Ops wieder bekommen, nachdem ich es verliehen hatte. Und ich habe wieder ein bisschen Black Ops gezockt und es macht auch wieder ein bisschen viel Spaß. Also wer Black Ops spielt, das macht schon wieder viel Spaß. Auch wenn da mal so meine Bobbys da rumlaufen. Aber die schlaufen in jedem Teil rum. Und ich frage irgendwie mich manchmal, wieso laufen so viele Bobbys rum? Jo, und das Gameplay geht jetzt hier schon auch fast zu Ende. Ich bin schon relativ gut mit den Kills da vorne, als dass ich mit der Sniper spiele. Aber, ja, ich glaube, ein Kill kommt jetzt noch durch mein Harrier. Vermute ich, jawohl. Und ja,
Dann geht das Gameplay jetzt hier auch schon zu Ende. Das Endscore ist ein schniekiges 34 zu 2. Ich bin gut gelaunt. Ich gehe jetzt irgendwie noch was machen. Und dann, wir sehen uns beim nächsten kommentierten Gameplay. Servus, Leute.